Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie ihr ein Dreifacharmband anfertigen könnt. Ich habe zwar schon mal so ein ähnliches Tutorial, es war aber in der Bilderversion. Und ja, ihr fangt dafür an und stellt euren Loom so ein, dass der Pfeil von euch weg zeigt. Das bedeutet, alle drei Reihen sind so eingestellt, dass die geschlossene Seite der Stifte zu euch zeigt und die mittlere Reihe ist um eins nach vorne versetzt. Bevor ihr anfangt, sucht ihr euch die Gummibänder raus, ja, in dem Farbverlauf, wie ihr sie haben möchtet. Ich starte mit Weiß und es wird so langsam in den Rosatönen etwas kräftiger und zum Schluss wird es dann lila. So, ihr nehmt euer erstes Gummiband und spannt es vom ersten Stift der linken Reihe zum zweiten Stift der linken Reihe. Dann nehmt ihr die nächste Farbe und spannt es vom zweiten Stift zum dritten Stift. Dann nehmt ihr die dritte Farbe vom dritten zum vierten und so macht ihr das jetzt immer weiter, bis ihr euren Farbverlauf aufgebraucht habt. Und wenn ihr dann die letzte Farbe erreicht habt, startet ihr wieder mit eurer ersten Farbe. Bei mir wäre es weiß. Und fange wieder an, mit den Farben der Reihe nach hochzulumen oder hochzuspannen. So, wirklich vom ersten Stift bis zum letzten Stift. Jetzt geht ihr in die mittlere Reihe. Auch da fangt ihr mit Weiß an und spannt eure Farben so wie auf der linken Reihe. Dann fangen wir wieder mit Weiß an oder mit eurer ersten Farbe, die ihr euch ausgesucht habt. Und ihr geht an die rechte Reihe. Auch da fangt ihr wieder mit Weiß an und macht ganz genau den gleichen Farbverlauf wie bei den anderen beiden. So, bei eurem Loom sind jetzt wirklich alle Stifte bespannt. So, jetzt stellt ihr den Loom so vor euch, wie eben bei der Ausgangsposition, so dass der Pfeil von euch weg zeigt. Und jetzt nehmt ihr euch die weißen Gummibänder oder schwarze, je nachdem, was ihr euch ausgesucht habt, und spannt diese vom zweiten Stift der Mitte über den zweiten links und den zweiten rechts. Dass es so aussieht. Und das macht ihr jetzt bis hinten durch.
und hier hinten endet es. So sieht es jetzt aus. Jetzt dreht ihr euren Loom um, sodass die Stifte mit der offenen Seite zu euch zeigen. So, ihr benötigt doch noch ein weißes, weil ich war eben schon bei einer anderen Version. Und zwar spannt ihr jetzt ein weißes hier hinten über diese drei nochmal drüber, sodass es so aussieht. So, jetzt nehmt ihr euren Hook. Und zwar fangt ihr jetzt an, die Gummibänder ineinander zu verlumen. Das heißt, ihr drückt euch das weiße zurück, holt euch das vordere, gebt es um den Stift herum und nach vorne. Jetzt geht ihr zum vorderen Stift, drückt alles zurück, holt euch das Gummiband, was von vorne kommt, und gebt es nach vorne. Auch hier wieder alles zurück, das Gummiband holen, was von vorne kommt, um den Stift herum und nach vorne. So macht ihr das jetzt bis vorne durch. Alles zurück und das vordere holen. Und hier bleibt es erstmal so drauf hängen, diese beiden. Jetzt fangt ihr wieder von hinten an. Holt euch das Gummiband und gebt es nach vorne. Jetzt holt ihr euch das Gummiband, was von vorne kommt, um den Stift herum und nach vorne. Auch hier bis vorne durch. Alles immer zurück machen, was im Weg ist. Und das Gummiband holen, was von vorne kommt. Und die rechte letzte Reihe, drückt euch das Weiße zurück, holt euch das Rosafarbene und gebt es nach vorne. Hier drückt ihr alles zurück und holt euch das Farbige von vorne, um den Stift herum und nach vorne. Zurückdrücken alles und das Rosafarbene holen. Auch hier das, was von der Mitte gespannt ist. Alles zurückdrücken und von vorne das Gummiband holen.
jetzt habt ihr alle Gummibänder miteinander verlumt. Jetzt geht ihr an die Seite eures Looms, wo der Pfeil gekennzeichnet ist. Und jetzt nehmt ihr die Gummibänder von rechts und legt sie zur Mitte. Ihr nehmt die Gummibänder von links, legt sie zur Mitte. So dass alle nur noch auf einem Stift liegen. Jetzt nehmt ihr euch ein weißes Gummiband, euren Hook, gebt hier in dem obersten Stift komplett hindurch, sodass alle Gummibänder um den Hook herum liegen und lasst ihn hier unten rausgucken. Jetzt nehmt ihr das weiße Gummiband, hängt es auf die Hookspitze und zieht es durch alle Gummibänder durch und gibt das andere Ende mit auf die Hookspitze drauf. So, jetzt zieht ihr das Armband schön sachte von eurem Loom herunter. Jetzt seht ihr ja, dass das noch gar nicht reicht und dass es um euer Handgelenk passt. Jetzt nehmt ihr wieder euren Loom. Das legt ihr erstmal zur Seite. Jetzt nehmt ihr euren Loom und macht euch eine Armbandverlängerung. In einem anderen Video zeige ich euch, wie ihr es komplett rundherum machen könnt. Ihr könnt jetzt bei der Armbandverlängerung wählen, ob ihr es komplett weiß machen möchtet oder ob ihr auch wieder diesen Farbverlauf von eben nehmt. Und ich nehme den Farbverlauf von eben und mache aber hier weniger Stifte. Ihr müsst für euch entscheiden und herausfinden, wie viel ihr braucht. Ich mache es immer so mit sechs Gummibändern und das reicht eigentlich aus. So, ihr spannt also das erste Gummiband vom ersten Stift zum zweiten, vom zweiten zum dritten und so weiter. Fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Gummibänder habe ich noch gespannt. Jetzt nehme ich mir mein Armband. Nimm die zwei Gummibänder, die auf dem Hook noch hängen, mach sie so auf meinen Finger ab, gib sie auf den Stift drauf und zieh sie zum nächsten Stift weiter, dass es so aussieht. Und jetzt verlumt ihr ganz normal. Ihr nehmt euch also jetzt hier das Gummiband und gebt es nach vorne. Ihr nehmt euch das vordere und nach vorne. Nach vorne. So, jetzt habt ihr hier das andere Ende. Das macht ihr euch jetzt so ein bisschen zweifach, dann sieht das nicht so groß aus und macht hier euren C-Clip rein. Und jetzt klemmt ihr den C-Clip hier vorne in die beiden Gummibänder. Es sind Zweier, also achtet darauf, dass ihr beide auch einklipst. Und jetzt macht ihr es ab. Guckt hier nochmal, dass es auch richtig schön fest ist, dass es nicht irgendwie daneben hängt. Bringt es euch noch ein bisschen in Form. Und fertig ist euer Dreifacharmband.
So, falls euch das Tutorial gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben. Und wem diese Verlängerung nicht gefällt, der schau doch einfach mal in die Infobox. Da verlinke ich dann das Dreifacharmband, was komplett rundherum geht. So, und dann freue ich mich auf die nächsten Videos mit euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!